Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Dave the Diver. Ja, in der letzten Folge haben wir leider Gottes, weil ich gerade das Fotosymbol da sehe, haben wir leider Gottes das Foto verpasst mit den zwei Walen. Schade. Und wir müssen leider einen Ticken warten. Oder war das in der Folge, die ich nicht rausgebracht habe? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir noch einen Ticken warten. Die kommen wieder, aber es könnte dauern. Laut Aussage von Dave. Und haben rausgefunden, dass wir wohl doch unsere Sachen tauschen können, die Waffen tauschen können. Nämlich hier über die Taucherkiste, die auf dem Boot steht. Indem, dass wir hier auf die Schusswaffe gehen, dann auf Tauschen gehen und dann halt das auswählen, was wir halt hier verfügbar haben. Scheiße. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. So, hier, das Amulett. Wir wollten da ja auch mal was austauschen. Erhöht Giftwiderstand, erlaubt dir für bestimmte Zeit zu überleben. Erhöht den Basisschaden der Kanone. Gehe zum Riftier-Tunnel, ein altes Artefakt, das wie ein Halskett ist. Kann Riftier abschrecken. Gehe zum Riftier-Tunnel. Riftier? Was ist denn Riftier? Basisschaden. Ach, sind das diese Röhrenwürmer? Entschuldigung. Sind das diese Röhrenwürmer? Weil man bedenke... Ansonsten steht hier nichts, ne? Sprinttempo erhöht. Benutze, um kurze Strecke zu sprinten. Giftwiderstand. Überleben, nachdem der Sauerstoff weg ist. Basisschaden. Basisschaden der Waffe. Verringert den erlittenen Schaden. Das ist das Einzige, dass das sein könnte. Und deswegen, wir tauschen das mal aus. Und gucken mal, ob das was taugt. Und gehen jetzt erstmal zu unseren Fischen und zur Farm. Und danach geht's dann ab zum Event und dann wird ordentlich Knete verdient und hoffentlich so viel, dass wir eine dritte Drohne kaufen können. Ah, ich glaube, das habe ich heute Morgen bereits getan, hier mit dem Fisch. Ja, hier sind überall... Hier steht auch nicht neu oder so mit bei, ne? Also offensichtlich... Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, was das für ein springendes Teil sein soll. Irgendwas will der von mir, aber keine Ahnung was. Status gefangen. Minispiele. Was ist das denn? Ziehe den digitalen Fisch. Ah, Mahlzeit. Moin. Ah, das ist das. Ach, das ist das Symbol für das Viech. Ich glaube, das ist das Symbol für das Viech. Ich verstehe. Okay, dann wollte der wahrscheinlich gerade, weil noch das Licht an ist, dass das Licht aus ist, dass er schlafen kann. Ah, das war die Benachrichtigung für das Fischli. Ich verstehe. Du kannst ihn erhalten, indem du das Gyo-Minispiel spielst. Okay. Reinigen. Ach so, das ist das, wo es gerade drauf ist. Ah, ich verstehe. Sehr gut, dann wissen wir da jetzt auch Bescheid. Okay, wir gucken nochmal auf der Farm nach dem Rechten, ob da alles passt, ob wir da schon waren. Ich weiß es leider nicht. Ach, da haben wir Unkraut.
So, da hieß es ja, es gibt neue Sachen. Wir müssen theoretisch anbauen. Bohnensamen, Weizen, Kirschtomaten, Zwiebeln, Schädlingsdünger, Reisfeld erweitern. Ey, wir haben so viel, wo wir bezahlen müssen. Ne? Alter Schwede. Wir könnten ja... Wie viel passen denn 6 verschiedene? Einmal, zweimal, 3, 4... 5 und 6. Ups. Na? Okay. Ach so. Gut. So. Ich glaube, Gießen. Na, Gießen, glaube ich, brauche ich nicht, weil es regnet ja eigentlich. Ich gieße trotzdem mal zur Sicherheit. So. Und damit haben wir mal wieder ein bisschen was angebaut. Und jetzt können wir zu unserem Sushi-Laden gehen. Jetzt sind wir fertig. Und gönnen uns da mal eine Hai-Party. Na, guten Tag. VIP ist erschienen. Wang Pang, chinesischer Meister. Was? Hallo allerseits. Hier ist Yui vom NGC. Heute präsentiere ich eine neue Show namens Bezwing den Chefkoch mit Vincent Yamaoka. Es ist lange her, Leute. Ich bin Vincent Yamaoka. Der Champion der letzten Saison war Bancho, der von Vincent gelobt wurde. Er wird heute der Titelverteidiger sein. Titelverteidiger? Und der erste Herausforderer dieser Saison ist Wang Pang. Es ist mir... Entschuldigung. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin Wang Pang aus Hongkong. Schön, dich kennenzulernen, Wang Pang. Also gut, wir haben die Kandidaten kennengelernt. Jetzt kann die Show beginnen. Ihr werdet mit euren Gerichten am selben Tag und am selben Ort zu einem bestimmten Thema gegeneinander antreten. Vincent Yamaoka wird diese dann bewerten. Das Thema des heutigen Duells ist... chinesische Küche. Was ist nicht gut? Wie ihr wisst, hat die chinesische Küche in ihrer langen Geschichte viele verschiedene Kochstile. Wenn wir über die chinesische Küche sprechen, denken viele an gebratenes Fleisch und Gemüse. Das klingt lecker. Aber das ist nicht alles. Ich habe noch nichts zu Mittag gegessen. Es gibt mehr als das. Dieses Mal werdet ihr mit einem Fischgericht antreten. Gebt mir ein Fischgericht nach chinesischer Art. Möge der beste Chefkoch gewinnen. Ich habe von dir und deinem Ruf gehört, Pancho. Aber ich werde dich mit einem sagenhaften Rezept aus Hongkong schlagen. Oh, Wang Pang hat soeben eine Herausforderung ausgesprochen. Das dürfte interessant werden. Ihr kennt die Regeln, Leute. Wir werden in 2 Tagen wiederkommen, um das spannende Kochduell zwischen den beiden Kandidaten in Echtzeit zu übertragen. Oh, meine Stimme. Bleibt dran und seht, was in der heutigen Folge von Bezwing den Chefkoch passiert. Ja, das ist gerade anstrengender als sonst übrigens. Oh Mann, alles in Ordnung? Du kennst dich mit der chinesischen Küche nicht aus, oder? Ich muss kein Chinese sein, um gegen ihn anzutreten. Ich werde eine chinesische Art zu kochen verwenden. Aber mit einem Fisch, den er noch nie zuvor probiert hat. Übertreib es nicht, Bancho. Ich kann ihm mit einem gewöhnlichen Gericht keine Lektion erteilen, wenn du das sagst. Bring mir in 2 Tagen alle Zutaten, die ich brauche. Die chinesische Küche ist kein Problem. Ich brauche nur Weizen, Himmelskugge, Olivenöl und Eier. Das müssten wir doch eigentlich alles schon haben, oder? Nee, das Weizen haben wir angebaut und ein Ei müssen wir dann halt auch noch bis dahin kriegen. So, Forschung.
Oh Gott, ich habe neues Gelumpe gekriegt. Beulenkopf, Papageifisch-Curry, Seepferdchen-Udon, geschmorter Papageifisch mit schwarzem Essig und atlantischer Bonito-Curry. Geil. Okay, da können wir nichts machen. Genau, wir wollten das Personal noch ein bisschen... Tohaku. Kochen. Nee. Ich mach mal eine frische Werbung. Wir brauchen dringend noch ein paar Bedienungen, die gut sind. Beziehungsweise eine Bedienung, die gut ist, brauchen wir noch. Ne, wir haben hier nur Kyoko. Aber den müssen wir auch mal trainieren. Der muss etwas fixer noch werden. Oh, er lernt jetzt auch wieder was. Was lernt er? Hat scheinbar was vorbereitet. Ach, das ist bestimmt wieder irgendein Rezept. Ja, gekochte und frittierte Weißgarnele. Kumpel, lern was Gescheites. You need it. Oh, serviert Cocktails? Ich habe doch gar keine Cocktails, die ich servieren könnte. Oh gut, die sind erstmal gut, so wie sie sind. Oh, wobei, die Gute kann eigentlich noch eine Runde Training brauchen. Oh, die kann noch die Fähigkeit noch nicht. Na, komm, gib mir die neue Fähigkeit, Schnuckiputz. Ja, sehr gut. Was kannst du? Oh, die Chance, dass die Anzahl... 5% Chance, dass die Anzahl der Teller erhöht wird. Interessant. Also, dass sie von dem Gericht statt 1, 2 produziert. Sehr gut. Nehmen wir doch mit. So, Wartezimmer. Kann man die nicht entlassen? Tschüss, brauche ich nicht. Was kosten? Ich muss 1400 bezahlen, damit er entlassen wird? Oder wie muss ich das verstehen? Ernsthaft jetzt? Nee, dann sorry, aber dann bleiben die hier erstmal sitzen, solange ich noch Platz habe. Ich muss sie... Also das, ne, wenn das hier in der Realität auch so wäre, ne, dass man für eine Entlassung noch extra bezahlen soll. Das wäre schön. Das ist interieur. So, jetzt machen wir hier erstmal... ne, noch ein bisschen... Nein. Veredeln. Wie viel brauche ich? 10? Ja, das geht. Ah gut, das ist sowieso der Marlin. Den kann man verpulvern. Den brauche ich ja nicht. Den brauche ich ja tatsächlich nicht. Gucken, dass wir hier ein bisschen was übrig lassen. Ja, das sollte reichen. Was haben wir hier? Der Zebrahai. Ja, komm, den können wir auch nochmal veredeln. Die Chimäre, da haben wir auch jede Menge. Ja, das geht. Was haben wir hier? Der Riesenmaulhai. Ja, komm, den machen wir auch. Den Hammerhai, da haben wir leider nicht viel übrig. Mal gucken, ob wir aus 3 Stück was rauskriegen. Das gönnen wir. Das gönnen wir. Wie viel brauche ich? 15? Ja, wir haben eigentlich viel Plätze. Das sollte eigentlich passen. Was haben wir hier? Der Vampir-Kalmar. V-Kalmar. Die sind ja jetzt alle nicht für das Ding reserviert hier für den für die Feier. So, zwei haben wir sogar übrig. Das ist sehr schön. Was haben wir hier? Den Dumbo-Oktopus. Sonst noch was? Ja, die Seepferdchen. Anglerfisch.
Hier haben wir Lungenqualle. La 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 la. So. Gut. Dann können wir jetzt hier beginnen. Das ist der Marli. Das ist alles Hai. Hier haben wir Hai. Und da haben wir Hai. Hier haben wir noch Hai. Da haben wir den Hammerhai. Und 120, oh. Ist doch ein Unterschied. Ich glaube, da nehmen wir lieber die mit. Die haben eine höhere Zufriedenheit, auch wenn die etwas weniger Geld bringen. So, fertig. Also dann, auf geht's. Ich bin gespannt. Komm schon, Leute, schneller! Oh nein, jetzt muss ich ganz vorrennen. Guck, der ist auch wieder sauer. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich achte da nie wirklich drauf. Lalalalalala. Putzen, 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 putzen. Oh. So, aber es ist immer noch Zeit. So, Batch, juhu. So, ich bin mal gespannt jetzt auf die Preise, Alter. Sehr viel. Oh, geil. Alter, juhu. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Sehr gut. Das schreit hoffentlich nach der zweiten Drohne. Uff, das sollte genug sein. Du bist hier, Dave. Sicher, dass da etwas in dieser Dunkelheit ist? Zieh einfach diese Infiltrationsausrüstung an. Damit bleibst du unbemerkt. Oh, ich will das nicht machen. Wow. Toll. Der Unterschied ist einfach, dass er so einen Strich über der Nase hat. Ich komme mir vor wie ein Geheimagent. Gekleidet für den Erfolg. Du siehst aus, als könntest du damit selbst nach Dark Moses. Also ab ins Wasser. Du wirst unter Wasser umherziehende Drohnen sehen. Folge ihnen unbemerkt. Ich wette, sie werden dich zur Sea Blue Basis führen. Oh, richtig. Lass deine Waffen hier. Du willst, dass ich die Basis unbewaffnet infiltriere? Sea Blue verfügt über ein strenges Sicherheitssystem mit Überwachungsdrohnen und Sensoren. Wenn eine der Drohnen eine Waffe entdeckt, alarmiert sie sofort die Basis. Das soll sowieso eine verdeckte Operation sein. Heimlich reingehen und mit einem mechanischen Teil zurückkommen. Ganz einfach. Das klingt wieder nach einer Schleichmission. Was mache ich hier eigentlich so ohne Schlaf und nix? Oh, ich will das nicht spielen, ne? Das ist doch wieder so eins, wenn du gesehen wirst, darfst du den ganzen Scheiß wieder von vorne machen oder sowas. Na jedenfalls, ich beende jetzt hier schon mal die Folge und wir starten damit dann in der nächsten, ne? Also bis gleich.